Hallo. Welches Zitat von Kleist würdest du auf ein Zitatplakat drucken lassen? Ich würde auf jeden Fall drucken, das ist eines der schönsten Zitate der Weltliteratur überhaupt, insbesondere von Kleist, und zwar der frühe Vogel fängt den Wurm. Das kommt auch bei Michael Kohlhaas vor. Kennt jeder, hat jeder schon mal erlebt, ja? Wer zuerst kommt, malt zuerst, ist ja auch, das ist glaube ich Goethe, ich weiß nicht genau. Aber es ist wirklich, ja, es geht so tief und jeder kennt es und das würde ich mir auch tätowieren. Also der frühe Vogel hier fängt den Wurm hier, glaube ich. So würde ich das machen, ja. Erzähl uns einen Fakt über dich, von dem niemand weiß. Man muss ja hier ein bisschen was riskieren, ja. Also ich bin leidenschaftlicher Nasebohrer, wenn ich allein bin. Ich popel wahnsinnig gern, ja. Aber nur, wenn ich allein bin. Das ist vielleicht ein bisschen low, aber es ist auch schon mal ein Bekenntnis. Was geht während einer Vorstellung für dich gar nicht? Ja, also wenn Leute husten, finde ich ganz schlimm. Wenn Leute, und zwar nicht so ein Husten, wenn man husten muss, das kann ja auch mal sein, aber ich behaupte, 90% der Theaterhuster sind so auf sich aufmerksam machen Huster, ja? Oder einfach so Gewohnheitshuster, wie so ein Räuspern, dass man einfach denkt, man muss nochmal so, so und dann, und das nervt total und macht richtig aggressiv, wenn es geballt auftritt. Wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist? Das Gegenteil von mir wäre jemand, der so einen 9-to-5-Job hat, möglicherweise, der immer dasselbe macht, also, und damit zufrieden ist und der vor allen Dingen nie große emotionale Ausschläge hat. Ich glaube, ich kann wirklich behaupten, mein ganzes Leben war immer geprägt von wirklich großen emotionalen Ausschlägen, im Guten wie im Schlechten. Und es gibt ja so Leute, die nie aus der Haut fahren oder die nie große Gefühle oder irgendwas erleben und ich glaube, sagen zu können, so jemand, der sowas nicht erleben kann und auch nie hatte, wäre das Gegenteil von mir, glaube ich schon. Welche ist deine Lieblingsszene aus Michael Kohlhaas? Das ist eine ganz kleine Szene, wenn Otto von Gorgas von Laurenz Laufenberg angekündigt auftritt und in einem riesen Schreianfall, also wie so eine öffentliche Rede, ankündigt, dass er den Kohlhaas demnächst einfängt, also festnimmt. Und das macht so einen Spaß, weil man da so wahnsinnig das ganze Adrenalin und den Stress und die Aufregung kann man so rausbrüllen. Und kurz danach werden wir alle auf der Bühne so niedergemäht von so einer MG-Salve, also erschossen. Und das ist so richtig geil, so dieses letzte Aufbäumen im Angesicht des Todes. So alles rauslassen und dann ist es vorbei. Das ist geil. Ja. Was denken andere über dich, was gar nicht stimmt? Ja, also früher vor allen Dingen, ich hoffe, heute geht es nicht mehr so schlimm. Hatte ich immer so ein Proll-Image so ein bisschen, ja. Und auch auf der Schauspielschule habe ich das manchmal aber auch ein bisschen gepflegt, um mich abzugrenzen. Und viele haben dann natürlich gedacht, der David ist so ein bisschen prollig und so. Stimmte ja auch, aber wenn jemand dachte, dass ich nur so prollig unterwegs bin, das stimmt wirklich ganz und gar nicht. Und das sage ich hier nicht, um mich zu verteidigen, sondern ich kann schwören und mit Fug und Recht sagen, es stimmt wirklich nicht. Ich bin aber auch ein bisschen selber schuld, das gebe ich zu, ja. Wie ist dein Verhältnis zu Pferden? Na, ich esse ab und zu auch mal so einen Pferdeknacker, ja. Sage ich hier auch ganz offen, auch an alle Tierfreunde. Nee, Quatsch. Ich habe noch nie Pferdewurst gegessen. Würde ich auch nicht machen, ja. Muss nicht rausgeschnitten werden, ist nämlich nicht wahr. Ich esse keine Pferdewurst, würde es auch nie machen, ja. Also mein Verhältnis zu Pferden ist indifferent. Auch bei Bibi und Tina bleibe ich ruhig. Ich war mal als Schauspielstudent auf dem Reiterhof 3 Wochen und da habe ich gelernt, dass man, wenn man um ein Pferd rumgeht, ganz wichtig auch für die Zuschauer hier, muss man immer mit der Hand am Pferdeleib entlang gehen, bis man hinten ist, damit das Pferd das spürt und nicht nach hinten austritt und einen so richtig umkickt. Gibt es etwas, was du diese Spielzeit gelernt hast? Ja, diese Spielzeit habe ich konkret gelernt, dass es gut ist, wenn man viele Proben hat als Schauspieler, weil diese Spielzeit war ein bisschen wenig so an neuen Produktionen und Proben und das fehlt mir doch. Ziemlich, muss ich sagen. Und es ist irgendwie so merkwürdig, dass Schauspieler beschweren sich oft, dass sie viel zu tun haben, aber man muss schon irgendwie drin sein und irgendwas machen. Ich meine, klar kann man einkaufen gehen und auch mal staubsaugen und so. Muss ja auch gemacht werden, ja? Keine Frage. Ja, man lacht. Aber es ist so. Aber trotzdem, so eine Theaterprobe ist doch dann schöner, ja? Also bitte wieder mehr proben. Das habe ich definitiv gelernt. Seit Corona, auch in dieser Spielzeit. Ja, genau. Welche Figur, die du spielst, ist dir selbst charakterlich am nächsten? Es gibt nur eine lustige Anekdote, dass während der Proben zum Volksfeind ich zu Thomas Ostermeier gegangen bin und gesagt habe, die Figur, die ich da spiele, Aslaksen, habe ich zu ihm gesagt, die hat ja in vielen Punkten, was er so äußert, erstmal recht. Und dann hat Thomas Ostermeier mich angeguckt und hat so dieses, so wie er immer lacht, und hat dann gesagt,
Ja, genau. Deswegen bist du ja auch besetzt, David. So. Kohlhaas oder Kohlroulade? Also erst Kohlhaas spielen, so richtig mit Schweiß und Adrenalin und allem. Und danach eine schöne Kohlroulade und ein kühles Bierchen. Ja? Gut. Nehme ich beides. Au! Scheiße, warum krieg ich hier Reklamhefte an den Kopf geschmissen? Habt ihr es gesehen? Voll hat den Kopf. Egal. Das hier ist das Reklamheft von Michael Kohlhaas. Aus diesem wunderbaren Text stammt auch das Zitat, das wir eben gehört haben. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ist eine wunderbare, habe ich ja gesagt, wunderbare Stelle. Ist aber nicht meine Lieblingsstelle. Meine Lieblingsstelle ist eine andere und die markiere ich jetzt. Und dann kann man das gewinnen. Oder so, ja. So, die suche ich jetzt raus. Ach, hier ist ja meine Lieblingsstelle. Gleich gefunden. Wahnsinn, ne? Zufall. Ja, die markiere ich jetzt und dann schreibe ich noch was Nettes rein, ja? Okay, macht's gut. Bleibt ihr Hübschen. David Ruhlein, was keiner weiß, ist Trinker. Das ist mein Geheimnis, was ich eben nicht sagen konnte. Ich brauche einen Pfeffi, sonst kann ich nicht schreiben. Guckt mal hier, Tremor. So, pass auf. Oh Gott, oh Gott.